Ja, Angelika, wir sind ja seit Jahrzehnten Kollegen und ich habe immer gesagt, dass du zu den besten Beraterinnen in Sachen Persönlichkeit gehörst, die ich kenne. Und das ist der Grund auch, weshalb du hier am Institut mit den Teilnehmern Selbsterfahrungsgruppen machst. Du bist erfahren im Bereich der Psychotherapie, Beratung, Supervision, Coaching und allem. Und deswegen interessiert mich eigentlich von dir auch zu erfahren, was begegnet dir denn bei den Menschen, die hier aus den Weiterbildungsgruppen kommen, ans Institut kommen, was berührt dich da besonders? Und nachher interessiert mich natürlich auch, und wenn das so ist, wie beziehst du dich darauf? Was glaubst du dann, denen als Unterstützung zukommen lassen zu können? Ich habe über all die Jahre, also vielen Dank für die Einführung. Über all die Jahre habe ich es in sehr besonderer Weise genossen, diese Kurse und mit diesen Menschen zu leiten. Einmal, weil sie natürlich für mich neu sind und ich habe ja dann im Rahmen von therapeutischen Aktivitäten immer auch mit Leuten zu tun, die ich öfter sehe. Ich fand durchgängig über all die Jahre, dass die Leute, die zu den Selbsterfahrungskursen kommen, in der Regel schon über ein erhebliches Maß an Reife verfügen und an Art, sich in der Welt organisiert und positioniert zu haben. Und das fand ich immer sehr bemerkenswert, einschließlich dem, dass ich auch erlebt habe, im Großen und Ganzen, dass die meisten von denen auch in sehr besonderer Weise auf Welt bezogen waren. Also nicht nur mit sich selbst zugange waren, sondern sich in gewisser Weise auch ausstreckend in die Welt hinein, in Belange, die nicht nur sie selber betreffen. Und das fand ich immer sehr ansprechend, sehr anregend im Kontakt zu den Leuten, und sie haben wie andere Menschen auch ihre Hürden oder Barrieren gehabt im Persönlichkeitswachstumsbereich, mit denen ich dann auch gerne umgegangen bin. Meine Arbeit ist ja eher nicht vertraut gewesen für die, weil hier am Institut noch mal ein bisschen mit einem Schwerpunkt gearbeitet wird. Und dann war es mir immer wieder ein für mich schöne, auch bereichernde Erfahrung, auf die Suche zu gehen, wo brauchen Menschen auch Geleit in ihrer persönlichen Entwicklung, in dem, wo vielleicht der ein oder andere Schattenanteil in ihre gewollten, gewünschten und möglichen Lebensvollzüge reinragt. Und da habe ich angesetzt. Und das mache ich ja über all die Jahre in einem ganz speziellen Setting, das nie festgezurrt ist von der Struktur her. Da glaube ich, bin ich immer wieder sehr fähig, gekonnt die Punkte rauszufinden, Kraft meiner Intuition und Kraft dem Entgegenkommen meines Gegenübers, um zu sehen, wo gibt es vielleicht das eine oder andere, das noch nicht eingebunden ist in die Balance seelischen Gleichgewichts, um da hilfreich zu sein und Leuten zu helfen, die eine oder andere Barriere zu überwinden oder den Schattenanteil zu integrieren und sozusagen Lebensvollzüge nochmal stimmiger zu machen und ein klareres Konzept davon zu haben, wie jemand in der Welt sein will, mit sich selbst und in der Begegnung mit anderen. Ja. Ja, und das überzeugt mich sehr. Ich weiß ja, dass du immer schon einen Blick für das Wesentliche hattest. Und zwar viel Handwerkszeug kennst, aber das ist sekundär und du bringst es ein, so wie es wirklich fürs Wesentliche gebraucht wird. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, wie dein Arbeiten mit dem Einzelnen, aber auch in der Gruppe oder mit der Gruppe ist, wenn du arbeitest. Also ich sag mal vielleicht von der Ecke her, ich bin ja unter anderem ein Fan von der Philosophie des Martin Bubers, der ja es sehr hat mit dem Ich-Selbst-Bezug und dem Es mittendrin. Also der sehr über die Begegnung geht und das Wesentliche ist immer seiner Meinung nach und zum Beispiel auch der Meinung eines meiner Lehrer nach, dem Pesso, immer über die Begegnung geht. Und dass Entwicklung ohne die Begegnung mit den Menschen, dem anderen, eigentlich gar nicht möglich ist und auch nicht sinnvoll in Erfüllung gehen kann auf Dauer, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und insofern bin ich in meinen Gruppen sowohl daran interessiert, eins zu eins, also in der Begegnung mit dem Einzelnen zu arbeiten, wobei die anderen dann sozusagen in der Betrachterrolle sind für gewisse Sequenzen
Und dann aber rein von ihrem Gespür, von ihrer Intuition her, sich nachher mit einbinden in ihr, den anderen, der gearbeitet hat, eins zu eins, einbinden in das Wahrnehmungsfeld, das sie von dieser Person haben. Mhm. Und da zählt mir einerseits, was ich zu sagen habe, weil ich eben glaube, dass ich jemanden sehr spezifisch und fokussiert orientieren kann im Rahmen dessen, was da vielleicht geschehen möchte, darf, kann, soll. Und andererseits aber die Begegnung mit denen, die auch anwesend sind und der Austausch auf der intuitiven Ebene mindestens, wenn auch anders, ein hoher Beitrag ist, um sich in der Welt und zwar insbesondere mit den anderen zu orientieren. Hm. Ja. Und wir haben ja mehrere Selbsterfahrungsangebote im Institut. Ich weiß, das ist eine überraschende Frage, aber was würdest du den Lehrtrainern empfehlen, was sie sagen sollen, wann die Leute bei dir besonders gut aufgehoben sind? Das ist eine gute Frage, die mag ich gern. Sie sind dann gut bei mir aufgehoben, wenn sie sich in gewisser Weise, zum Beispiel sind die meisten ja professionell schon sehr ausgeformt und auch zum größeren Teil erfolgreich im Erleben ihrer selbst. Dann sind sie besonders gut aufgehoben, finde ich, wenn es Dinge gibt, die nicht auf die erlöste Seite gegangen sind im persönlichen Bereich bis jetzt, auch in der Wahrnehmung ihrer Geschichte. Wobei ich nicht glaube, dass Biografie und Geschichte immer und in jedem Fall bedeutsam sind, aber da wäre ja auch nochmal zu differenzieren, wie man Biografie einbezieht. Aber wenn da Dinge sind, die noch auf der unerlösten Seite sind, wie ich das immer gerne nenne, um Begriffe Gesundheit und Krankheit oder was zu vermeiden, dann, glaube ich, sind sie bei mir gut aufgehoben, sowohl was Aufstellungsarbeit betrifft, die mache ich ja sehr viel, als auch eben so zu erforschen, was in meiner persönlichen Geschichte, in meinem persönlichen, in der Gegenwart sein oder Zukunft planen, ist für mich noch belastet oder noch nicht ganz klar oder noch nicht eingebunden in befreite Lebensvollzüge. Ja, das ist will ich mal so sagen. Das ist ja der Blick auf die Person, wie sie werden könnte. Das ist der Blick auf die Person, wie sie werden könnte. Und ich denke, dass jeder Mensch, so redet übrigens Martin Buber ja auch, jeder eine Idee von sich selber hat, dass wenn er wird, was sie er ist, was dann da am Ende des Weges an Gestalt, an Konstrukt, an Selbstbezug und Bezug zur Welt resultiert. Und mit Menschen auf die Spur zu gehen, wer sie selber sein möchten und wie sie in der Welt stehen wollen und wie sie im besten Sinne zu sich finden und von sich weg zu den anderen. Mhm. Darum würde es mir in jedem Fall gehen. Und es sind ja sicher zwei Felder, vor denen das wahrgenommen wird. Das eine ist das Feld der eigenen Familien, auch oft über mehrere Generationen hinweg. Einerseits und auf der anderen Seite die aktuellen Felder, aus denen die Leute kommen, sei es in ihrer Berufsentwicklung, sei es aus der Organisation, aus der sie kommen. Mhm. Wie gehst du mit diesen Zusammenhängen um? Ja, also ich glaube, dass ich erstens ein Geschick habe und zweitens auch ein gutes Gespür dafür, wie diese Landschaften jeweils miteinander zu verbinden sind. Mhm. Und wo die Grenzziehungen sind und wo man eben auch mal in die andere Landschaft hineinspazieren muss, wobei ich ja mich an erster Stelle im Organisationsbereich jetzt nicht zu Hause fühle. Aber bezogen auf die Nahtstellen der einzelnen Lebensbereiche sehr darauf achte, wie überschneiden die sich oder in welchen Zonen ist sozusagen die eigene Lebensentwicklung in Fluss und bereinigt und wo gibt es Einschränkungen, die vielleicht in allen Lebensbereichen eine Auswirkung haben, und dann darauf zu fokussieren. Ich glaube ja, dass gelungene Entwicklung damit zu tun hat, dass ein Mensch seine Vergangenheit bereinigt, generationsperspektivisch und was ich nenne entwicklungsanalytisch, also auf der persönlichen Wachstumsebene mit dem, was man an Erfahrungen gemacht hat. Und im Zusammenhang mit möglichen Schicksalsdynamiken, die einen prägen, vielleicht und oft meine ich auch unbewusst. Und dann diese Welt des Gewordenseins verbindet mit allen anderen Welten, also der professionellen Welt, den persönlichen Bezügen und eben der eigenen, immer im Wachstum begriffenen
Entwicklung und diese Dinge immer wieder miteinander, sagen wir mal, in Kontakt bringt und sie miteinander verbindet. Und über all das hinaus einen Bezug zur Welt entwickelt, wo man sich positioniert und Impulsen nachgibt oder auch Anregungen nachgibt, mal zu wissen, wer ich in der Welt, wie sie jetzt ist, überhaupt bin und wie ich da ein jemand sein möchte, der außer, dass er sich für sich selbst entwickelt und vielleicht für die Familie und vielleicht im beruflichen Feld erfolgreich und, ich sage jetzt mal, ethisch verantwortlich handelt, auch in der Welt mit sich selbst einverstanden sein kann und Verantwortung wahrnimmt, in einem zwar selbst definierten Sinne und aber gerne auch in Kontakt zu dem, was die Welt braucht, von uns allen und jedem Einzelnen. Dankeschön. Naja, in diesem Sinne.